Seid gegrüßt, herzlich willkommen zum 9. Teil meines Lego City Mocks. Heute baue ich am Wolkenkratzer weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich den hinteren Teil der Fassade angefangen und ich habe mehr oder weniger jetzt die zweite Etage gebaut. Hier unten habe ich die besagten Slopes entlang des ganzen Grundrisses gelegt. So sieht die zweite Etage aus. Hier befindet sich ein Gleis. Die ganze Eisenbahn wird im späteren Verlauf gehoben. Ich habe es jetzt mit Teils belegt, damit es schön glatt ist. Wird auch einfacher zu putzen sein. Ich habe einige Lücken. Das liegt daran, dass die nötigen Schrägsteine noch nicht angekommen sind. Oben habe ich am Bahnsteig alles befliest mit solchen karierten Muster. Hier haben wir dann die Stellen, wo die beiden Eskalatoren, die jeweils rauf und runter automatisch fahren werden, hinkommen und angeschlossen werden. Um die Ecke geht es dann zum Aufzug, den ich schon das letzte Mal vor 2 Wochen gezeigt habe. Da haben wir eben dieses Armaturenbrett und den Eingang. So sieht der Schacht aus. Ich habe die Kabine reingestellt. Es war ursprünglich geplant, dass man eben durch das Ziehen die Kabine hoch bewegt und dann mit der Schwerkraft nach unten. Aber wie ihr sehen könnt, gibt es zu viel Reibung. Das funktioniert nicht wirklich. Vor allem nicht nach unten. Aus diesem Grund bin ich gezwungen, den Aufzug ein bisschen umzubauen. Wahrscheinlich werde ich ihn dann ebenfalls automatisieren mit den Zahnrädern. Wie genau das aber gelöst wird, das muss ich mir noch überlegen. Die Türen haben jetzt solche Griffe. Dadurch sehen sie besser aus und sind einfacher zu öffnen. So sieht jetzt der Eingang aus. Hier haben wir so eine drehbare Tür. Ich konnte sie endlich einbauen. Damit sie aber rotiert, musste kleine Anpassung gemacht werden. Und zwar musste ich die 2x2 Steine durch 1x2 Steine ersetzen und dann diese Platten an der Seite zwischen der Tür und der Säule sozusagen reinklemmen. Weil ansonsten würde sich die Tür nicht drehen. Oben gibt es jetzt diesen Rundbogen und ich habe auch die Teils reingemacht, damit die Noppen nicht mehr zu sehen sind. Ja, jetzt sieht alles abgeschlossen aus. Der Eingang wurde jetzt ebenfalls dekoriert. Wir haben 2 goldene Skulpturen beim Eingang und eine Treppe, die hinaufläuft. Oben wurde die ganze Konstruktion nochmals gefliest. Die Noppen sind dann dafür da, weitere Stockwerke ranzuklemmen. Eben damit die Fliesen sind gedacht, dass das dann wieder einfacher abgetrennt werden kann. So sieht die zweite Etage aus einer anderen Perspektive aus. Ich habe beim Experimentieren festgestellt, dass die Rolltreppe nicht ganz reinpasst, weil ich vergessen habe, dass die Treppen, die sich halt drehen, auch Platz brauchen. Darum muss ich das ein bisschen abbauen. Hier seht ihr nochmals die Tür von innen. Eben das Loch ist dann für die Rolltreppe gedacht, damit sie unten schön durchdrehen kann. Hier habe ich jetzt halt diese Mauer hingebaut. Sie hat ein bisschen mehr Textur durch diese Slopes, die nach vorne rücken. Dadurch ergibt sich mehr Platz für Muster. Die Barriere, die ich jetzt hingebaut habe, habe ich jetzt gestellt, ist ein bisschen zu tief. Ich sollte sie erhöhen, weil ansonsten würden die Minifiguren ziemlich leicht rausfallen. So sieht die Mauer hinten aus. Es sollte eine Mischung zwischen etwas Modernem und dem Stil der 30er Jahre von den Wolkenkratzern in New York sein. Ja, mir gefällt es, wie es gelungen ist. Nächste Woche werde ich dann diese Mauer fertig bauen. An dieser Stelle bin ich am Ende des Videos angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Like das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche.